Take it away. Johanna hatte mit der Wahrheit geflunkert, denn natürlich war es unten im Keller kälter als draußen. Aber es war auch dunkler und stiller dort. Hey guys, be quiet for one second, we're doing a quick reading. Thanks. Okay, try again. Go. Johanna hatte mit der Wahrheit geflunkert, denn natürlich war es unten im Keller kälter als draußen. Aber es war auch dunkler und stiller dort. Und sie konnte die Hand auf den Stein legen, ihren Kopf daran anlehnen und spüren, wie ruhig und gleichmäßig ihr Atem ging. Sie fühlte sich müde, erschöpft von dem, was um sie herum vonstatten ging. Daher war sie froh, dass jetzt die Herbstferien vor ihnen lagen, auch wenn es sich nur um eine Woche handelte. Wie würde sie sich freuen, wenn es schon Winter wäre und draußen würde es früh dunkel werden, ein dunkles Tuch sich über das Land legen und sie alle bedecken, den eifernden Hader und den brausenden Tumult, die stürmische Trauer und das pochende, rumorende, unstete Herz der Menschen. Ein klirrendes Gespann aus Eiskristallen würde Einzug halten. Ein Kälteregen, der vom Himmel fiel, Eisränder an den Bächen bildete und die Teiche gefrieren ließ und alles, was darin lebte, einschloss in eine stumme, starre Welt. Eine Welt, die tief unter dem Grund verschollen lag, ihren Blicken entzogen, so wie der Keller in der kühlen Erde unter dem Fundament des Hauses. Und wenn der Wind darüber fegte, hörten ihn die Fische in den Teichen nicht. Und wenn Schnee sich darauf ablegte, wandelte er deren Welt in eine noch dunklere, noch gedämpftere, sodass nicht einmal der Ast, der vom Baum brach und auf das Eis krachte, viel mehr als einen dumpfen Widerhall erzeugte. Still ließ der Winter es auch bei ihnen werden, in den Straßen und Wohnungen der Menschen, deren Türen und Tore jetzt noch offen standen, und all die wirbelnden Winde, wechselnden Stimmungen und auch den ein oder anderen Besucher ein- und ausgehen ließen. Im Winter kapselten sie sich allesamt vom Plus des öffentlichen Daseins ab, wie kleine Kästlein, die man zusammenklappte und die sich in ihre eigene, geheime Welt zurückzogen, wo sie träumen und ruhen konnten und ihren Winterschlaf hielten.